Guten Morgen, Freunde. Guten Morgen. Willkommen zu einem neuen Video. Wir sind fix und fertig. Nicht mal wegen dem Wetter, sondern einfach wegen den Kindern. Auf jeden Fall, ja, heute ist unser letzter Tag. Und wir, ja, vollgepackt, gehen wir jetzt auf den Strand. Da treffen wir uns mit meiner Freundin noch und ihrem Freund. Und ja, das steht dabei so an. Leute, wir sind im Lidl, um ein bisschen Frühstück zu kaufen. Und oh, einfach geil. Dieses Gerät ist einfach nur geil. Das gibt es aber auch in Österreich. Also, ihr solltet das eh kennen. Aber das Brot hier ist richtig, richtig frisch. Und ist voll günstig. Also, ihr seht. Also, das Brot, das ich genommen habe, kostet einfach 23 Cent. Aber dafür ist die Brezel hier voll teuer. Die Brezel kostet einfach 1 Euro. Bei uns kostet die Brezel aber nur 50 Cent. Wir haben uns jetzt mit Nuria und ihrem Freund getroffen und Leute, es ist wirklich nicht ohne mit Kindern. Nuria hat ihn genommen mit Dina, ich habe die Schwimmreifen genommen und jetzt gehen wir wieder zum Strand. Freunde, wir sind jetzt hier am Strand und in Mallorca gibt es nur öffentliche Strände, also hier hat man auch keinen Eintritt bezahlt. Wir haben einen Schirm, ein Zelt mit, ein paar Snacks eingekauft. Und genießen den Tag jetzt hier. Bitte schaut mal, wie schön glasklar das Wasser ist. Der Sand, alles ist einfach wunderschön. Wir sind eben, also ich schreibe es euch wieder hierher, welchem Strand wir sind. Hier gibt es mehrere. Einfach der Straße entlang. Wir waren vorgestern schon bei einem anderen, heute sind wir hier. Da sind sie auch. Freunde, wir sind jetzt noch schnell was einkaufen nach dem Essen. Weil hier gibt es so geile Snacks, also hier gibt es so gute Snacks. Medina. Ja, Medina ist nur das obere vom Donut, aber das gute ist, Marim ist das untere. Ja, auf jeden Fall haben wir hier Snacks mitgenommen. Takis, die kosten hier nur 2 Euro, nicht mal, glaube ich. Für Andi und seine Freundin und für Freunde einfach. Und dann haben wir das heute gegessen am Strand, das war so lecker, das sind so Maiswaffeln mit Trüffeln und Käse, schmeckt sehr, sehr gut. Davon haben wir uns auch gleich 2 Packungen mitgehen lassen. Mitgehen, also wir zahlen das eh, aber ja. Jetzt schauen wir uns noch ein bisschen um, was wir so für den Flieger bzw. für Snacks mit nach Österreich mitnehmen können. Freunde, wir liegen jetzt schon. Wo ist bei den Kindern drinnen? Weil wir eh nur 3 Stunden zum Schlafen haben. Also die Kinder schlafen schon länger. Aber ja, wir haben alle Koffer gepackt. Und unser Flug geht um 6 Uhr. Wir müssen um 3 Uhr irgendwas raus, damit wir es rechtzeitig schaffen. Und ja, jetzt schlafen wir einfach. 3 Stunden später, Freunde, die Kinder schlafen noch. Wir packen sie jetzt einfach. Boah, wir sind richtig müde. Es geht jetzt zum Flughafen. Wir sind jetzt noch an der Tankstelle. Momo muss das Auto, also wir haben das Auto voll, Mietauto. Und wir haben das Mietauto vollgetankt bekommen. Und wir müssen es vollgetankt zurückgeben, weil wir haben eine Kaution hinterlegt. Und wenn wir es nicht vollgetankt zurückgeben, dann ziehen sie uns das von der Kaution ab. Boah, das stimmt so. Wir sind das allererste Mal so spät dran. In einer Stunde geht schon der Flieger. Wir sind erst jetzt am Flughafen. Schaut mal, wie cool ich mit Ina da befestigt habe. Ich habe einfach ihr T-Shirt auch noch darüber gezogen. Mariam ist hier. Nicht mein Gesicht gewaschen, nicht Zähne geputzt, weil wir keine Zeit hatten. Aber ja, ich hoffe, wir erwischen einfach den Flug und kommen heil zu Hause an. Wir müssen noch den großen Koffer abgeben. Pickerl für Kinderwagen nehmen. Wir sollten das aber schaffen. Freunde, Koffer abgegeben. Es ist Sicherheitskontrolle, wir haben 4 Minuten bis der Gate schließt. 4 Minuten. Okay. Freunde, so sieht man aus mit 3 Stunden Schlaf. Auf jeden Fall, vielleicht könnt ihr schon erkennen, wir sind zu Hause, wir haben den Flug geschafft. Es war echt mega stressig, danach sind wir alle im Flugzeug eingeschlafen, weil wir so müde waren. Eine Ladung Wäsche ist jetzt auch schon drinnen. Ey Freunde, ich freue mich so über unsere Waschmaschine, generell auf das Zuhause. Wir haben schon alle Koffer ausgepackt. Wir haben alle Koffer ausgeräumt. Ich bin sehr stolz auf uns. Die Spielzeuge liegen jetzt ein bisschen herum, aber das ist halb so schlimm. Alles ist eingeräumt. Au! Alles ist eingeräumt.
Und Freunde, die Kinder sind richtig müde, deswegen werde ich mich jetzt mit Maram hinlegen und Momo wird sich dann im Wohnzimmer mit Medina hinlegen. Hoffen wir, dass beide Kinder mitmachen und wir uns ein bisschen ausruhen können. Zu Hause ist es richtig, also wir haben nichts zu Hause, wir müssen fett einkaufen gehen. Ja, aber Koffer sind wenigstens mal ausgeräumt. Das ist so ein Hasspart nach dem Urlaub, aber es muss ja sein. Momo ist hier wieder am Machen. Er hat Mariam oft die Tage gegeben, während ich Medina schlafen gelegt habe. Das war eine Katastrophe, ich sag's euch. Ich habe mich mit Mariam hingelegt, 2 Stunden haben wir geschlafen. Medina hat kaum geschlafen. Sie war dann richtig müde, ein bisschen übermüdet. Aber ja, ich habe sie jetzt schlafen gelegt und jetzt schläft sie. Ich war schnell duschen, habe mich fertig gemacht. Ich werde jetzt einkaufen gehen. Wir haben zu Hause gar nichts. Ich habe schon eine Einkaufsliste erstellt. Ihr wisst, wir machen das immer noch mit dem Wochenplan, was wir halt essen, damit wir halt nur das einkaufen. Und ich werde jetzt einkaufen gehen. Momo, schaut zu Hause auf die Kinder. Einkauf erledigt, Freunde. Unsere Garage ist immer noch so überschwemmt, obwohl sie letzte Woche ja komplett sonnig war. Keine Ahnung. Es macht auch so komische Geräusche, wenn wir mit dem Aufzug fahren. Ja, auf jeden Fall der ganze Einkauf. Ich war auch beim türkischen Supermarkt, also ich habe alles gekauft. Ich zeige euch gleich den Einkauf. Meine Wenigkeit, ganz kurz, weil mich Leute auf Instagram gefragt haben, beziehungsweise Malika, woher wir diesen Tisch hier haben, habe ich mir gedacht, ich sage es euch ganz kurz. Und zwar ist dieser Tisch vom Flexispot. Ihr fragt euch jetzt, warum Flexispot? Du könntest dir das auch von woanders bestellen. Ja, wäre gut möglich, aber das war die beste Entscheidung und Gott sei Dank habe ich sie getroffen, weil ich bin sehr zufrieden damit. Und zwar ist es dieser Tisch geworden, weil es höhenverstellbar ist. Hier auf meiner rechten Seite die Leiste, wo man das, also wo man die Höhe verschieben kann. Und zwar geht es klassisch rauf, so dass man noch in Ruhe im Stehen so arbeiten kann. Das Gute daran ist, es gibt auch eine automatische Taste und zwar kann man sich 2 Höhen speichern. Ich drücke jetzt zum Beispiel hier auf 1. Mache genau den hier. Geil, oder? Außerdem, auch was ganz wichtig ist, nicht nur, dass er höhenverstellbar ist, er ist richtig robust, Leute. Das hier, das schöne Teil mit den 3 Laden, ist auch vom Flexispot und darauf bin ich extrem stolz. Ich feiere das irgendwie voll. Und dieser Stuhl natürlich ist auch vom Flexispot. Passend zu Flexispot gibt es jetzt ein Jubiläumsangebot. Deswegen rate ich euch, unten in der Videobeschreibung gibt es einen Link, schaut es euch an, stöbert durch, vielleicht gefällt euch was, vielleicht braucht ihr auch gerade aktuell einen Schreibtisch, dann passt der perfekt, kann ich nur weiterempfehlen. Vom 28. August bis zum 1. September gibt es dieses Angebot, deswegen schlagt zu, bleibt positiv. Und hier. Die Kinder haben schon richtig gekramt in dem Einkauf. Auf jeden Fall, ich habe so ein Pizzabrötchen gekauft, weil wir waren schon sehr hungrig und 2 Pizzabrötchen einfach weg. Eismarinknödel, Mais habe ich gekauft, dann einmal Karotten, Zitrone, Jungzwiebeln, Vogelsalat, Heidelbeeren, Burrata, sehr lecker, nur ich esse das in dieser Familie. Aber ja, ich liebe es. Joghurt, man glaubt für die Kinder, aber eigentlich für Momo. Heidelbeeren, Peperoni. Bananen, das ist mein Liebling, Schokofresh. Milchschnitte, man glaubt auch für die Kinder, eigentlich auch für Momo. Das ist für die Kinder. Avocado, Mandelmilch und normale Milch. Gurken, Eier, ein bisschen Porree, Lauch. Tomaten, Fisolen, Mozzarella, geriebener. Sucuk, ich finde, der ist am besten einfach, Freunde. Und falls man nicht alles aufessen kann, ich tue immer so die Hälfte davon einfrieren und erst rausholen, wenn ich es brauche. Petersilie. Das ist so lecker. Diese Schokokekse. Die müsst ihr unbedingt probieren vom Hofer. Und Linsenchips. Wahnsinn.
Das ist Medinas absoluter Favorit, Schulmost, das geht immer. Dann habe ich frisches Brot beim Lidl geholt und geschnitten. Ich liebe diese Maschine dort. Puffeletti als Snacks für die Kinder. Lorbeerblätter, ich will die Woche dann auch mal Makis nämlich machen. Kartoffeln als Vorrat, Reis, passierte Tomaten. Ich werde die Woche auch eine Kürbiscremesuppe mal machen. Ich habe aber nicht zu groß gekauft. Eine Wassermelone, ich finde die im türkischen Supermarkt einfach am besten. Dann habe ich hier 2 Kilo Faschiertes, 1 Kilo so normal, einfach Rind und eine Packung und 1 Kilo Hähnchen. Nein, Medina sind die Mayo-Chips. Ja, für den Einkauf habe ich circa, ich weiß jetzt nicht, 100, so 120 Euro gezahlt. Was? Ja was, ich habe auch Fleisch gekauft. Allein Fleisch hat 50 Euro gekostet. 120, 30 Euro. Naja, er hat schon den Joghurt gegessen. Oh mein Gott, Freunde, es ist schon richtig dunkel. Auf jeden Fall waren wir noch kurz bei meiner Schwägerin. Und es ist mittlerweile ja, schon Nacht. Aber es weht gerade so ein kühler Wind. Und es ist so angenehm, wenn man eine Woche lang 35 Grad gesehen hat. Es ist super einfach. Und jetzt gehen wir nach Hause. Die Kinder schlafen, Freunde. Es hat zwar ein bisschen gedauert, aber wir waren hier bei meiner Schwägerin und meine Schwiegermama hat ihr so Pakete mitgegeben für mich. Leute, das sind die besten Tücher. Wenn ihr irgendwen habt aus der Türkei, lasst ihr euch auf jeden Fall mitnehmen. Die sind so gut zum Putzen. Also es gibt nichts Besseres. Ich putze alles damit. Weil wir so schnell zu meiner Schwägerin gegangen sind, konnte ich das Fleisch nicht gut verarbeiten. Also ich habe 1 Kilo schon eingefroren. Das ist jetzt ein bisschen mehr als 1 Kilo. Daraus werde ich jetzt mit Momo Köfte machen und einfrieren. Dafür wasche ich schon, also zupfe ich die Petersilie und werde die waschen, eine Zwiebel, also ich zeige euch nur, was ich da alles reingebe. Freunde, ich habe da, das sind so 1,5 Kilo Faschiertes, das ist eine große Zwiebel drinnen, ein Viertel bis halben Bund Petersilie, Gewürze habe ich Salz, Pfeffer, Paprika edelsüß, Kimion, bisschen Chili verwendet, dann habe ich noch 2 Eier hinzugefügt, bisschen Öl und bisschen Wasser. Und ja, das wird jetzt Momo durchkneten und in Köfte formen. Ich habe hier auf jeden Fall noch Ordnung geschaffen, Freunde. Diese Boxen hatte ich damals vom Teddy oder Action gekauft. Ich glaube aber Teddy. Habe hier ein bisschen aufgeräumt mit den Sachen. Ja. Unten habe ich generell immer so Plastik, weil die Kinder da ja rankommen können. Und da habe ich halt nichts Gefährliches drinnen. Kinder schlafen, jetzt bin ich dabei, den Rest, mein Handy ladet, hier ein bisschen auszusortieren, umzusortieren, Medikamente, die vielleicht schon abgelaufen sind, die wir nicht mehr brauchen, die gebraucht haben. Also da bin ich dabei, mal ein bisschen zu ordnen in der Küche. Ja, ein bisschen ausmisten einfach. Auf jeden Fall war es auch schon von diesem Video, Freunde. Wir sind wieder angekommen und egal, wo man hier auch auf dieser Welt hinreist, natürlich, es ist wunderschön, den Urlaub haben wir genossen, kann ich euch auf jeden Fall auch nur empfehlen. Also davor würde man sich vielleicht denken, dass Mallorca eher so eine Partystadt ist, man kann sicher dort viel Party machen an alle, die jetzt keine Kinder haben, aber ich finde auch mit Kindern was richtig schön, sie haben Kinder geliebt und ich werde und würde auf jeden Fall nochmal dorthin gehen. Ja, aber zu Hause ist es einfach am schönsten. Ich habe richtig unter Zuhause vermisst das Wetter. Es ist viel angenehmer einfach. 4 Jahreszeiten sind einfach toll, ein bisschen windig. Und ja, ich werde hier auf jeden Fall weitermachen und wir sehen uns im nächsten Video wieder zu Hause, wieder im Alltag.